Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Ravenport. Ja, das Projekt Ernte und Platten machen ist hier im vollen Gange und ja, läuft, wie man sieht, ne? Es läuft. Die Nase läuft auch und wir werden einfach mal hergehen, das gute Stück da hinten gleich mal abtanken, wenn er auf der nächsten Runde hier vorbeikommt. Funze anmachen. Wird doch so langsam dunkel hier. Warten wir mal ab, wie er hier die Wände machen möchte. Das ist ja auch immer so eine spannende Frage. Ansonsten ja, gibt es jetzt gerade nicht so viel Neues, würde ich mal sagen. Ihr seht es ja. Wir haben hier, also ich will jetzt nicht sagen, alle Hände voll zu tun, aber doch so ein bisschen auf jeden Fall. Wir machen gleich mal Folgendes, wir werden mal auf die Cosplay-Seite hüpfen. Und mal schauen, wie da der Stand der Dinge ist. Ja, jetzt warten wir aber erstmal, dass der Kollege hier mit dem Drescher hier vorbeikommen. Ne? Wie gesagt, also ich finde das ja sehr nice, dass er dann hier automatisch dann vorne den Rapstisch dann da dran bastelt und dann hier ernten fährt. Ne? Das finde ich schon sehr geil gemacht, muss ich ehrlich zugeben, dass er den nicht noch irgendwie extra kaufen oder konfigurieren muss oder so. Finde ich geil. So, wir fahren mal ganz dezent hier dran. So. Ah, und ich habe gesehen, an Follow Me wird auch schon gearbeitet. Da wird es demnächst dann wohl auch was geben, aber das ist auch Zukunftsmusik. Wie gesagt, es gibt seitens Giants keine Dokumentation, wie das Ganze nun halt hier mit dem Code aussieht und so weiter. Und deswegen muss man sich dann halt hier alles selbst aneignen. Für mich ist das ja sowieso nichts. Ich habe da ja gar keine Ahnung von, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich sag mal so, die, die sich mit dem Thema beschäftigen und so weiter, die sind natürlich halt auch alle not unbedingt so amused hier, ne? So, jetzt warten wir nochmal auf die zweite Folge oder zweite Reihe, wollte ich gerade sagen. Aber wir können mal eben schnell auf den Desktop hüpfen. Ich muss mal eben schauen, ob das hier das richtige Fenster ist. Jawohl. Nein, YouTube wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. So, und ne, über die bekannte Seite hier github.com/cosplay/cosplay kommt ihr dann hier hin. Und da gibt es dann halt dieses Issue. Hier gibt es aktuell 6 von 11 gelösten Problemen. So. Jetzt ist man gerade dabei. Also man hat schon gelöst, dass das Fenster erstmal wieder angezeigt wird von Cosplay. Die Input-Bindings, also die Eingabemethoden, wie man halt hier Cosplay bedient und so weiter, das wurde auch wohl gefixt. Dann das Problem mit der sich bewegenden Kamera, wenn das Fenster also dass sich die Kamera mitbewegt, wenn sich der Maus oder die Maus bewegt und so weiter, das hat man gelöst. Der Feldscanner scheint wohl wieder zu funktionieren. Das ist auch schon mal schick. Tools don't drive with Cosplay due to Attacher Joints being overhauled. Achso, ja, die Attacher wollte ich gerade sagen. Also das, der Trigger quasi, wo die Gerätschaften angehängt werden, der funktioniert jetzt auch. Oder beziehungsweise das funktioniert jetzt wieder. Dann hat man das Problem gelöst, dass halt die Variablen, also hier seitlicher Abstand eingestellt, wie schnell darf so ein Fahrzeug sich bewegen, soll es halt so schnell fahren wie wie ich den Kurs eingefahren habe, oder soll er halt mit einer maximalen Höchstgeschwindigkeit fahren und sowas alles. Das hat man wohl auch lösen können. So, was jetzt aber noch offen ist, ist die Waypoint-Marker, also die Wegpunkte, die angezeigt werden, wenn man jetzt einen Kurs aufzeichnet oder sich die Linien anzeigen lässt und so weiter. Das ist halt noch nicht gelöst. Dann hat man hier
oder ist man gerade dabei, zumindest alle Modi, Modi gibt's ja gar nicht, alle Modusse, nee, Boni gibt's nicht, alle Modi, gibt's Modi, ich weiß es jetzt gar nicht, also die verschiedenen Modusarten müssen nochmal ja, überarbeitet werden, damit sie halt mit mit LS19 funktionieren. Dann gibt's wohl am Verkehrssystem, welches man hier benutzt oder sich ausgedacht hat und so weiter. Also nee, von wegen steckt im Verkehr fest und mit der Erkennung, dass halt vor einem ein Auto fährt, was ein bisschen langsamer ist als der Traktor oder der Abfahrer oder der LKW, was auch immer. Das wird wohl, oder ist gerade noch, beziehungsweise ist halt noch ein Problem, weswegen es hier keinen Release gibt. Auf die Waypoints hatte ich ja schon angefangen. Dann hat man natürlich dann hier verschiedene Eingabefunktionen über die Oberfläche von Cosplay, über das Fenster, funktionieren aktuell noch nicht. Und dann hat natürlich noch diverse Bugs, die ja dabei auftreten, noch nicht bekannt sind oder was auch immer. Nicht beenden. Da gibt's wohl auch noch Bedarf. So, machen wir das mal wieder weg. Hüpfen wir mal wieder hier rein. Und dann sehen wir hier, gucke mal, kannst du wieder direkt abtanken hier. Dann wollen wir den gleich mal ein bisschen ausbremsen, dass wir hier komplett abbunkern. Er holt aber auch immer aus, ne? So, was ich ja faszinierend finde. Ja doch, er fährt mit voller Arbeitsbreite, okay. Klappt dein Röhrchen aus. Da ist er. Oh, jetzt muss ich aber hier Gas geben. Hallo. Warte. So, halt, stopp. Schön, dass das auch so funktioniert. Guck mal, die Hälfte kippt daneben. Und die Hälfte nicht. Also, schon lustig mit anzusehen. So, fahr weiter. Was ich ja lustig finde, ist, Licht geht aus, wenn auch das Fahrzeug aus ist, ne? Seit wann ist das so? Ja, den Motor will ich jetzt nicht starten. Ich habe mir mal Gedanken gemacht bezüglich Silage. Es ist ja so, dass ich ja ganz gerne Silage beimpressen wollte. Und dann wollte ich das Ganze ja hier reinschmeißen. Aber das scheint, also pure Ballen mag er wohl nicht. Da muss man da wohl, ja weiß nicht, hier so einen Futtermischer hinschicken, sag ich schon, hinstellen. Der Anhänger, bum. Wo haben wir denn hier Tierhaltung? Tja, da muss man wohl einen Futtermischer hinstellen, der dann aus den Silageballen wieder pure Silage macht. Wo ist denn hier der Unterschied zwischen den allen? Achso, das ist hier für verschiedene Fahrzeuge. Alles klar, mit 3-Punkt-Aufnahme, dann wahrscheinlich für Radlader und dann für den Kompaktlader oder so. Strohballen wollen wir ja nicht machen. Wir machen das hier. Wir nehmen den. Was kostet der denn, wenn wir den mieten? Guck mal hier, 3200. Allein jetzt erstmal nur Mietkosten für das Gerät. Da musst du ja hier ohne Mist, da müsstest du eigentlich hier Gras-Silo fahren, bis der Arzt kommt, ne? Oder Ballen pressen auf jeden Fall, dass sich das auf jeden Fall lohnt, ne? Und so toll ist das ja mit dem Gras hier auch noch nicht. Boah, wenn es dunkel ist, dann ist es aber auch dunkel, ne? Wir machen für die Nacht mal. Ach, wir kommen, wir überspringen die Nacht einfach. Was soll's. Komm, wir sind am Aussehen. Ist auch blöd. Ah.
Aber der ist gleich fertig. Wie viel ist denn hier noch? Ach ja. Dreimal hin und her fahren, dann haben wir es hier auch fertig. Kalken brauchen wir Gott sei Dank nicht. Boah, Kalk ist ja auch fies, ne? Wir haben im Multiplayer, habe ich jetzt drei Felder kalken müssen. Junge, Junge. Da geht einiges drauf. Wir können vielleicht... Wie ist denn das mit dem Wachstum? Hier ist Wachstum angesagt. Ach, da geht noch was. Da sind noch zwei Wachstumsstufen, bis da kommt. Hier sind es drei Wachstumsstufen. Hier sind es drei und zwei. Ja. Dauert noch ein bisschen. So, komm. Schwuppdiwupp. Mach fertig. Da steht nichts weiter. Dann ist das eben so. Gut. Fahren wir mal wieder nach Hause. Den Grubber mal wegbringen. Das Schild steht Gott sei Dank wieder. Haben wir ja letzte Folge oder vorletzte Folge haben wir das ja schön umgesemmelt. Ich glaube vorletzte Folge war das. So. Ja, und auch hier wieder dieses Thema mit der Dead Zone. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt wieder. Muss ich erst wieder dran gewöhnen. Das ist halt wieder, ne? Ich habe wieder schön LS17 gespielt. Da funktioniert das Ganze halt so, wie ich das möchte. Und hier, bisschen doof. Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, mir ein extra Profil über die Logitech-Software anzulegen. Hierfür. Da bin ich ein bisschen zu... Ich will jetzt nicht sagen geizig oder bequem. Bequem ist das richtige Wort. Warum muss man immer alles irgendwie nachjustieren? Warum ist das so? Warum kann nicht einfach mal ein Spiel, selbst mit dem Day One Patch, fertig? Ja, das heißt fertig. Fertig ist man ja nie. Aber zumindest spielbar, das ist ja schon mal so ein Anfang, ne? Wo ich sage, das darf ruhig gerne mal gemacht werden oder sein. So. Dann können wir noch düngen. Schön in der Nacht. So, guck mal, ich habe jetzt... Sound wollte ich gerade sagen auf 90%, aber ich habe zumindest die Fahrzeuge auf 90% Sound gemacht, dass wenn du dann ein bisschen weiter rausgehst, dass du überhaupt noch so ein bisschen was hörst, ne? Ansonsten ist das echt hier ganz schön leise, ne? Finde ich ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Aber naja, was beschweren wir uns? Es hilft ja bekanntlich nichts. Giants macht eh, was sie wollen. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier? Hier, ne? Hier geht's rein, ja. Da holen wir auf jeden Fall schon mal den Düngerstreuer raus. Ach hier, die Feldeinfahrt, die könnte man nehmen, okay. Ansonsten musst du wirklich erst hier oben hochfahren, um die Hecke rum. Das ist schon ein Stück, ne? So, jetzt brauche ich noch nicht düngen hier. Da muss erst fertig sein da unten. Wie viel musst du denn noch? Oh, das ist schon noch ein Stück, ne?
Ja. Dann schaffst du auch heute, glaube ich, nicht mehr. Denn die Folge ist so, mein Freund. Du warst zu langsam oder dein Arbeitsgerät zu klein. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall machen wir Schluss für heute, meine Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich mit einem fertig gegroberten, fertig ausgesäten Feld einer neuen Wiese in Planung, nenne ich es einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao, ciao.